Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 6 Dinge, die dir bei Squid Game wahrscheinlich nicht aufgefallen sind. Ja, Squid Game begeistert die Welt und das Netflix-Publikum. Die Serie aus Südkorea ist an Spannung und Dramatik quasi kaum zu überbieten. Denn in der Serie Squid Game treten 456 hochverschuldete Männer oder Frauen an, um am Ende 45,6 Milliarden Won, also umgerechnet 33 Millionen Euro, zu gewinnen. Doch es geht hier nicht nur darum, das Geld zu gewinnen, sondern auch an der anderen Stelle sein Leben nicht zu verlieren. Denn wer in diesem Spiel verliert, der wird leider sofort hingerichtet. Das ist also der Haken an diesem großen dramatischen Spiel. Und diese Serie hat mittlerweile einen regelrechten Hype ausgelöst, denn auf den Internetplattformen wie TikTok, Instagram oder Facebook gibt es kein anderes Thema mehr außer Squid Game. Ja, die Netflix-Produktion schlägt also große Wellen. Gleichzeitig kommt diese Serie aus Südkorea und könnte nach Netflix-Angaben die erfolgreichste Serie auf Netflix jemals werden. Bisher liegt nämlich in dieser Wertung Bridgerton mit 82 Millionen Aufrufen in den ersten 28 Tagen vorne. Doch jetzt wollen wir euch nicht weiter warten lassen und beginnen mit Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 1 ist der Tod der Verlierer und Verliererinnen. Die Regeln im Spiel Squid Game sind also ganz einfach. Wer verliert, der wird sterben. Doch wen es erwischt, das macht einen Großteil der Spannung in Squid Game einfach aus, denn man baut natürlich eine gewisse Zuneigung zu unterschiedlichen Charakteren auf und will natürlich nicht, dass diese früh sterben. Doch beim Tod der unterschiedlichen Charaktere ist eins aufgefallen. Und zwar, nachdem sie das erste Mal aus diesem Spiel rausgelassen wurden und dann ihr normales Leben weiterlebten, starben sie auf gleiche Art, welches Episoden aus ihrem Leben gezeigt haben. Das heißt, es gibt das Beispiel, dass Ali einen Diebstahl begeht und am Ende durch einen Diebstahl im Spiel stirbt. Der Gangster Deok So springt von einer Brücke und kommt damit in dem realen Leben davon, doch hier stirbt er beim Sprung von einer Brücke. Platz Nummer 2. Die Farben Rot und Blau. Am Anfang der Serie wird Gi-hun von einem unbekannten Mann angesprochen. Er spielt mit ihnen dann an einem U-Bahnhof ein Spiel, wo er zwischen Rot und Blau entscheiden kann. Und wie wir alle im Laufe dieser Serie gemerkt haben, haben alle Spielerinnen die Farbe Blau an und alle Leute, die die Spieler bewachen, Rot an. Das heißt, was wäre passiert, wenn er anstatt Blau Rot gewählt hätte? Wäre er dann am Ende ein Wächter oder ein Bewacher geworden oder ein Spielleiter? Diese Frage steht natürlich im Raum und wird stark im Internet diskutiert. Platz Nummer 3. Die Bedeutung von Teilnehmer 1 bzw. 001. Ja, jeder Teilnehmer oder jede Teilnehmerin trägt seine eigene Nummer und das auch auf der Kleidung. Der älteste Spieler trägt die Nummer 1, das wissen wir glaube ich alle. Und ganz am Ende erfahren wir auch, was es mit diesem Teilnehmer auf sich hat. Denn der schwerkranke Mann ist der Erfinder dieses Spiels, daher also die Nummer 001. Weil ihn wirklich am Ende im Leben nichts mehr begeistert hat, hat er sich dann dazu entschlossen, selbst bei diesem Spiel mitzuspielen. Platz Nummer 4, das ist womöglich den meisten auch noch aufgefallen, die Spiele an der Wand. Eine große Frage, die sich die Teilnehmer immer wieder stellten, ist, was könnte das nächstmögliche Spiel sein? Denn wer das wusste, der hatte klare Vorteile in dem Spiel, weil er sich halt schon mal eine Taktik zurechtlegen konnte. Doch die Spiele werden im Vorfeld als Piktogramm auf der Wand im Schlafsaal angezeigt. Jedes einzelne Spiel hatte dort einen kleinen Ausschnitt als Piktogramm auf der Wand. Das heißt, wenn man genau hingeschaut hat und genau analysiert hatte, auch als Insasse, aber auch als Zuschauer, konnte man hier schon sehen, was erwartet einen als nächstes, was könnte es sein und womit könnte es zu tun haben. Das heißt, das wäre ein ganz, ganz klarer Vorteil gewesen für all die, die sehr klar kombinieren können. Platz Nummer 5, die Anzahl der Teilnehmer. Ja, wie am Anfang schon erwähnt, 456 Teilnehmer hoffen hier auf diesen ganz, ganz großen Gewinn. Doch was hat es mit dieser Zahl auf sich? Warum wurden ausgerechnet 456 Teilnehmer ausgewählt? Ja, in der Numerologie, es gibt tatsächlich eine Numerologie, wird die Zahl 456 als Zeichen von kommenden Erfolg und Reichtum interpretiert. Es deutet also darauf hin, dass es nicht zufällig gewählt ist, dass am Ende auch der Kandidat mit der Nummer 456 den Jackpot gewonnen hat. Denn hier sprechen eindeutig die Zeichen darauf, dass man sich im Vorfeld hier was dabei gedacht hat und die Numerologie hier auch mit einbezogen hat.
Ja, Platz Nummer 6, nochmal die Wahl der Farben. Wir hatten ja schon einmal geklärt, dass es hier die Farben Rot und Blau gab, auch bei dem U-Bahnhof-Spiel. Und welches dort der jeweilige ausgewählt hatte, sprach dann vielleicht dafür, was er am Ende ausführen musste. War er ein Spieler oder war er ein Wächter? Doch hier gibt es auch nochmal eine ganz interessante Zusammenhangsanekdote. Und zwar im Matrix-Film durfte man auch zwischen einer blauen und einer roten Pille entscheiden. Und viele gehen davon aus, dass das so eine kleine Überleitung zu den Matrix-Filmen ist, wo diese Farben zwischen Rot und Blau und den unterschiedlichen Pillen und die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Welt, je nachdem für welche Pille man sich entschieden hat, ja, da sehen einige die Brücke zu diesen Matrix-Filmen. Seht ihr das genauso? Das ist Platz Nummer 6. Der letzte Fakt über diese Serie. Ich hoffe, euch haben diese 6 Punkte gefallen. Falls ihr nochmal ein Video über Squid Game haben wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare und schreibt auch gerne Anmerkungen unten rein. Und ansonsten sagen wir bis zur nächsten Folge und ciao.